Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartigen, harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beinchen, flimmerten ihm hilflos vor den Augen. Was ist mit mir geschehen? Da drinnen ist etwas gefallen. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Auf dem Tisch war seine auseinandergepackte Musterkollektion von Tuchwaren ausgebreitet.